So, hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Zusammenfassung von dem neuen Winter Wonderland, was SCS uns hier als neues Christmas-Event an die Hand gibt. Ich finde es mega geil für den ETS 2 und natürlich auch für den ATS. So, was passiert? Wie sieht's aus? Was muss man machen? Das sind so die Fragen der Fragen. Wie sieht die Karte aus? Wo wir dann hin teleportiert werden? Das zeige ich euch jetzt hier mit diesem Video. So, ihr seht ja Aufträge, ihr müsst da raussuchen. Das ist, glaube ich, ganz klar. Wenn ihr da draufklickt, dann seht ihr dann quasi die Aufträge. Und hier seht ihr schon mal, von Berlin zum Beispiel gibt es 2 Mountain Resort und Town Square in WL, also im Winter Wonderland oder Winterland. So, ich habe natürlich schon mal eine Fracht rausgesucht. Habe mir dann die Fracht ganz normal in Berlin abgeholt. Bei Eurogoodies. Und dann hast du die Möglichkeit, ich zeige es mal auf der Karte, hier sieht man schon, wie es funkelt. Dann siehst du hier auf der Karte diese Wirbeldinger hier, diese, ne? Das ist unser Platz, einfach wo wir hin müssen, dass wir dann in dieses Winter Wonderland hinkommen, ne? So, einmal hier, da oben, da, zweimal sogar und einmal hier, wo ich jetzt gerade stehe. Das wird dir dann so auf der Karte angezeigt, du kannst dann irgendeinen Punkt aussuchen, das ist Bockwurst, wo du hinfährst, überall hast du dieses Teleportiergedöns. So, jetzt fahre ich da mal hin. Oh, wie schnüffelt. Was sind du jetzt hier? Ich dann. Ach du Scheiße, ich bin über ein Schild gefahren. Wie geht denn das? Echt jetzt? Willst du mich doch verarschen? Na also, sag ich doch. Voll über Schild gerammelt. So, ich bin auf alle Fälle jetzt hier. Park mich jetzt da mal her. Oi. So, ich muss jetzt den Motor ausschalten. Da steht jetzt Taste 14. Das ist jetzt hier. Moment. Ui. So, und jetzt du. Oh, hört man das im Hintergrund? Oh, ist das schön. Und jetzt geht's los. So, und jetzt geht's eigentlich schon los. Jetzt sind wir gleich auf der Karte. Guck mal, wie das verschneit das aussieht. Ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass der ein oder andere Modder sich aus diesem kleinen Mini-Event. Das ist ja schließlich auch eine Karte, das darf man nicht vergessen. Hier sieht man es eigentlich. Beziehungsweise hier. Ich zeig's mal auf der Karte groß. So, wir sind jetzt hier auf einmal, guck mal. Und SCS Map ist weg. Die ist nicht mal da. Oh mein Gott, alles gelöscht. Und das sind jetzt hier unsere Gebiete, wo wir hinfahren können. Ne? Und ich muss jetzt zur Chocolate Factory. Das sieht dann so aus. Und hier kann man dann quasi jetzt rumdüsen, das Ganze. Sieht schon mal auf alle Fälle ganz fresh aus. Ne? Und jo. Schneien tut's nicht. Das haben wir schon mal ein bisschen getestet. Aber das Coole ist das. Guck mal hier. Guck mal, wie das hier unten wegbröselt. Und unsere Reifen machen. Es ist nämlich arschglatt. Alles ist verschneit. Sieht so aus wie bei mir vor ein paar Wochen. Dass dann auch hier ein bisschen dieses Schneetreiben hier unter den Reifen. Das Gichtzeug oder wie man dazu sagt. Guck mal hier, wie der Schnee geil, wie der Schnee wegdrückt hier beim Reifen. Schwer bekloppt. Bin ich überhaupt richtig hier? Ja, ne? Alter, ist auf alle Fälle arschgeil. Was ich geil finde, ist die Textur. Guckt euch mal diese Straßentextur an hier. Alter, und da hinten hier im Hintergrund dieses, naja, ihr wisst schon hier, das, ne? Polarlichter. Alter. Langsam. Bremsweg ist ein bisschen am Arsch hier. Genau, hier oben, warte mal, hier oben, guck mal hier. Da oben ist er. Blub. Merry Christmas. Dampflok. Endlich haben wir mal eine Dampflok hier. Auf der coolen Karte. Ist das geil oder ist das geil? So, jetzt ist natürlich die Frage. Ich war jetzt hier dieses kleine Mini-Ding. Aber dieses Ganze drumherum hier, das kann man doch bestimmt sich aus dieser Karte rausziehen, ne? Also wenn jemand weiß, also ist es möglich, ja, dann kann man sich bestimmt das eine oder andere hier rausziehen und dann für irgendeine Kartenerweiterung oder quasi für einen komplett neuen Mod hernehmen bzw. nutzen. Das wäre doch mega, mega geil, oder? Denn die Texturen, die was hier verbaut sind, egal ob es jetzt diese Schneehaufen sind, diese Stäbe hier, ich meine, ich kenne das ja aus... ich kenne das ja hier bei uns aus Bayern, da ist es ja eigentlich fast an jeder Ecke, hast du diese rot-orange-weißen Pfeiler hier. Was ich richtig cool finde, dass jetzt mir die ganze Schneehaufe, wie das aussieht, ja, die ganzen Bäume, die Texturen, die sehen einfach geil aus. Und so stelle ich mir das vor. Und da könnte man natürlich das jetzt hier eins zu eins irgendwie hinkloppen, ne? Ich finde das mega. Das wäre doch mal was ganz was Feines. Da kommt eh schon die Chocolate Factory. Es ist... Oh, man muss auf alle Fälle mit dem Fahren ein bisschen aufpassen, denn hier bist du richtig
richtig heavy unterwegs. Wenn es bergauf geht, auch ganz interessant, da machen die Reifen loben. Wow, 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 wow. Finde ich auch mega geil. Langsam, langsam. Da kommt wieder der Bummelzug. Eieiei, ist das geil. Guck mal hier, Shane, so Shane. Ist da noch eine Kamera? Kameramodus hier. Guck mal, ist mein Kameramodus an. Wenn wir schon da sind, nehmen wir mit, oder? Ja, dann kommen wir mit. Motor aus. Und Enter. Guck mal hier. Das Geile ist, auf der Karte hörst du dann die Geräusche. Du siehst, wie Leute Schlittschuh fahren. Du siehst, also da ist so viel drumherum. Es ist so lustig gemacht eigentlich von Estes. Hier zum Beispiel, Autos schön verschneit. Hätte ich jetzt nicht, also wir haben ja die Idee, oder die Idee war ja da, was Estes für die Infos rauskommt, anhand dieses kleines Bildchens da in dem ATS-LKW, wo man aus der kleinen Scheibe geguckt hat, hinten in der Schlafkabine. Viele haben gesagt, nein, da kommt nichts in der Richtung Quark, Käse. Ich habe mir gedacht, nein, SDS macht das nicht einfach so. Da muss irgendwas hinterstecken. Irgendwas ist hier. Das macht sonst null Sinn. Warum sollte SDS sowas machen? Ne? Und tatsächlich, sie haben jetzt hier echt so eine kleine Minimap rausgehauen, was ich irgendwie voll lustig finde. Kein Scheiß jetzt. Ich finde es irgendwie total spooky und freaky, das Ganze hier. Mega. Ich finde es einfach nur genial, das zu mir. Wir hoffen natürlich, dass es. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt das, was wir jetzt hier haben, dass die das so, bevor wir jetzt zum Ding fahren, zeige ich nochmal hier ein bisschen den Norden, dass die das hier einfach in die Tonne stampfen. Das glaube ich nämlich nicht. Das kann ich mir so nicht vorstellen, sondern es wird bestimmt irgendwas mit dem hier noch machen oder so. Also das könnte ich mir nicht vorstellen, dass sie sagen, oh komm, du schmeißt mal weg, schmeißt mal eine Tonne danach, braucht kein Mensch oder so. Das glaube ich nicht. Das muss bestimmt irgendwie, ich weiß es nicht, aber ihr wisst, was ich meine, worauf ich hinaus will, ne? Dass wir dann doch irgendwann mal noch was kriegen in der Richtung. Oder das bleibt dann, oder vielleicht kommt es als irgendwie extra Map-DLC, oder ich habe keine Ahnung, irgendwie so als Zusatzding, weil das haben sie ja auch hier einfach so mit reingepackt, ne? Hier, der Weihnachtsmarkt, ich verblöde. Komm mal hier. Voll die Weihnachtsmucke hier. DJ. Put your hands up. Geile Lautsprecher. Also hier siehst du eine schöne Weihnachtsmucke, fetten Christbaum. Wahnsinn, irgendwo sind dann auch noch hier, da kann man Schlittschuh laufen und so, über die Beleuchtung. Alter, mega, oder? Ich glaube, hier war das, ne? Die Schlittschuh laufen? Ja, genau, hier ist es. Mega, hui! Mega, oder? Also, da haben sie richtig einen rausgehauen. Ich finde es nach wie vor richtig, richtig geil, das Ganze hier. Ich bin echt sowas von begeistert. Ich kann es echt nicht fassen, dass sie das so gemacht haben, ne? So, jetzt bringen wir mal den Auftrag hier zu Ende, dann gucken wir mal, was passiert. Hier ist auf alle Fälle diese Schokoladenfabrik. Und dann zeige ich euch mal, was da Phase ist. Und vor allen Dingen, wie wir dann wieder zurückkommen. Das ist auch so nur eine Frage der Fragen. Was passiert oder was muss man da machen und, ne? So. Jetzt sehen wir hier unser Symbol. Aber ich schätze mal, wir werden ganz normal an die Rampe fahren müssen. Da wird jetzt hier nichts mehr passieren in dem Sinn hier, ne? Genau, da kannst du jetzt einmal hier überspringen. So, und dann einfach an die Rampe stellen. Ne? Genau, ich mache jetzt einfach mal so. Einfach mal gucken. Das ist doch fun hier. Mal zum Zeigen. Aber das mit dem Schnee finde ich cool hier, wie das da richtig so hochwirbelt ein bisschen. Ne? Und auch die komplette Textur hier. Das ist mal geil gemacht, ey. Alter Verwalter, da haben sie echt einen rausgehauen. Kannst du sagen, was du willst? Mega, mega cool. Meine Damen und Herren, es ist richtig genial, richtig geil gemacht, das Ganze hier. Mega. So, jetzt haben wir das gemacht, ne? Fortschritt-Level fortfahren. So, wo sind wir? Jetzt sind wir hier quasi hier. Und dann kannst du jetzt hier, wenn wir jetzt hier schon sind, muss man natürlich gucken. Aufträge, wie komme ich dann hier wieder raus? Muss ich mal gucken hier, Aufträge. Achso, dann bin ich jetzt quasi hier wieder da, oder wie, oder was? Und wenn ich jetzt sage, ich komme dann hier wieder hin, oder was? Dann muss ich wieder mich zurück teleportieren. Sind wir dann hier? Das ist ja falsch, ne? Du musst auf alle Fälle dann hier irgendwie. Wir sind jetzt hier noch auf der Karte, ne? Hui! Warte mal, ich guck mal hier schnell, was auf diesem Symbol ist, was hier passiert. Gut. Aufträge, dann hast du von hier wieder Aufträge nach. Keine Aufträge. Dann weiß ich nicht. Also, das habe ich noch nicht so ganz verstanden, wie das funktioniert. Aber.
wenn ich jetzt hier rausgehe und beleise das Singular, dann müsste ich hier hingehen und dann wieder Aufträge suchen. Und dann, wenn ich sage, okay, ich nehme jetzt die nächste, hier sind wir zum Beispiel. Ach, dann fährst du wieder von hier. Ah, du fährst von hier quasi wieder zurück. Von hier nach Lublin als Beispiel. Coole Sache, oder? Das heißt, ich lade jetzt hier, teleportiere quasi, hier sieht man so das kleine Symbol wieder, und teleportiere mich quasi in die SCS-Standardkarte wieder zurück. So funktioniert das Ganze. Gut gelöst, oder? Mega geil. Meine Damen und Herren, probiert es mal aus. Ich finde es echt geil. Wenn ihr da noch Fragen dazu habt, dann dürft ihr es gerne machen. Einfach kommentieren. Ansonsten fahren, fahren, fahren. Richtig cooles Event auf dieser richtig geilen Schneekarte. Ich hoffe, der eine oder andere Modder zieht sich hier was raus. Mal gucken. Ich habe ja heute wieder Kontakt zu dem einen oder anderen Modder. Und dann werden wir das natürlich klären, ob man sich da was zwicken kann, ne? Also, dann wünsche ich euch alle jetzt einen wunderschönen Abend noch. Viel Spaß damit. And let's go to the Schokoshow. Gut, macht's gut, bis bald und adios.